wir sind in einer Situation, glaube ich, wie es die Aviation-Industrie ja in dieser zugespitzten Form lange, lange, lange oder vielleicht sogar noch nie hatte, oder? Ja, das stimmt. Aber wir haben natürlich auch andere Zeiten. Covid war da schon ein Gamechanger, muss man sagen. Früher war es ja so, wenn man in der Luftfahrt beschäftigt war, das war eine lebenslange Beschäftigung, wenn man sein wollte. Bei einer Airline, beim Airport. Das war sicher, man musste sich um seine Zukunft keine Sorgen machen. Das hat sich vollständig geändert. Mit Covid im ersten Jahr war maximal 20% des Volumens wieder im Netz. Also 80% auch dann der Beschäftigten hatten Kurzarbeit, haben wir eigentlich gar nicht gearbeitet. 2021 waren es 40% wieder am Netz, also 60% haben nicht gearbeitet. Und es gab zwar das Kurzarbeitergeld in Deutschland jetzt, aber es hat sich der Eindruck breit gemacht, dass diese Industrie volatil ist und vermutlich auch noch bleiben wird. Jetzt im Sommer haben wir so den Eindruck, das ist alles so wie früher. Ja? Flughäfen sind übervoll und alle wollen fliegen, das stimmt schon. Aber keiner weiß genau, was im Winter passiert. Ja? Denn die Preise werden steigen, Fliegen wird noch teurer, bleibt auch wesentlich teurer, als das vor 2019 der Fall war. Und das hat so die Wahrnehmung unserer Industrie stark verändert, auch als Arbeitgeber. Also wenn ich das jetzt richtig deute, haben wir ja quasi jetzt so einen Mega-Peak nach oben, aber die Airlines und die Flughäfen erwarten, dass dieser Peak dann wahrscheinlich dann am Ende des Jahres wieder nach unten geht und deshalb hat man Angst quasi zu investieren in Personal. Das war ja immer so, also der Winter war immer eine saure Gurkenzeit, aber man hat das natürlich kompensiert durch im Grunde genommen die 7, 8 guten Monate, die es im Jahr dann gibt. Und diese etwas längerfristige Betrachtungsweise, die ist natürlich kurzzeitigem Krisenmanagement gewichen. Das darf man ja nicht vergessen. Die Airlines und auch die Airports sind durch eine sehr, sehr harte Zeit gegangen. Die hatten ja zum Teil wirklich große Liquiditätsschwierigkeiten. Da hat der Staat geholfen. Und wie sich das stabilisiert, im Übrigen auch auf einem niedrigeren Niveau. Ja, es gibt ja viele Airlines, die Flugzeuge verkauft haben, also kleiner geworden sind am Ende. Das ist im Moment sehr schwer zu prognostizieren und die größte Aufgabe ist jetzt erstmal das, was wir haben, zu stabilisieren. Ja? Und deswegen ist es schon auch von Seiten der Airlines und auch von Seiten der Airports richtig zu sagen, wir müssen deutlich machen, dass wir nicht mehr können, also nehmen wir Kapazität raus. Das ist sehr schmerzhaft für diejenigen, die gebucht haben, weil da auch nicht sicher ist, kann ich diese Reise jetzt antreten, wenn mein Flug gecancelt ist, habe ich eine Alternative oder nicht. Aber um das System generell zu stabilisieren, ist es erstmal wichtig.